Als nächstes folgt die Nachtschicht. Also du hast erstmal echt einiges an Stunden, die du relaxen kannst. Aber dann kommt halt ein komplett anderer Rhythmus, ne? Und dann machst du die Nacht durch. Und auch hier musst du die gleiche Konzentration, die gleiche Aufmerksamkeit zeigen. Jetzt heißt es, die innere Uhr umstellen. Müdigkeit bekämpfen. Und das Krankenhaus, die Pflegearbeit, in neuem Licht betrachten. Herzlich willkommen im Nachtdienst. Hallöchen. Komm rein, setz dich hin. Soll ich denn? Ja. Bei Faisal steht jetzt die Übergabe vom Spätdienst zum Nachtdienst auf dem Programm. Was liegt dann? Da wurden heute die Klammern gezogen, die wurden jetzt reizlos, keine Nachblutung, keine Entzündung sichtbar. Ja, Übergabe klingt am Ende krasser, als es wirklich ist. Ne? Also, da werden einem einfach Informationen erteilt. Ne? Und dann ist auf der anderen Seite dann Schwester Luise, die sie alles anhört und alles schön aufschreibt, damit sie genau weiß, wo sie was erwartet. Und dann auf Basis dieser Informationen auch hier und da mal gerne mich vorschickt. Also ich merke schon, langsam bin ich für sie nicht nur ein Ballast, ich bin auch langsam ein nützliches Tool. Ich war richtig nützlich gerade, ne? Also, was ich dir jetzt schon ganz zu Anfang sagen muss, wir sind jetzt in der Nacht, wir müssen leise sein. Boah, das ist für bitte mich, die Stimme runterfahren. Das ist für mich sehr viel mehr Herausforderung, als einen Menschen zu waschen. Ja, dann sage ich dir das öfter. Ist das bewusst? Vor allen Dingen, wenn wir in die Zimmer reingehen und wenn wir uns auf dem Flur aufhalten, leise. Mhm. Ja? Das haben Problem wir eine schöne ist auch, bringt ja den Rhythmus dann durcheinander eben, bei dem Patienten. Und dann haben wir halt mehrere Tage was von. Genau. Also, wow. das ist nie so einfach. Schön ruhig. Ungewohnte Stille auch auf der HNO. Hallo. Patrick. Morgen. Na, guten Abend. Hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Das ist sehr schön. Ja. Hier dein täglich Brot. Täglich Brot? Darf ich einmal umziehen? Hier ist euer täglich Brot. Oh, das ist sehr schön. Danke schön. Das ist was Süßes zum Nachtisch. Ich bin schon im super Nachtdienstmodus. So, ja? Ich bin schon absolut. So komme ich auch immer. Oder im Schlafanzug auch manchmal schon. Auch im Schlafanzug? Naja, das werde ich mir dann mal merken. Genau, kommst einfach ein Nachthemd. Okay. Bis gleich. Auf der Unfallchirurgie Orthopädie macht Wayne jetzt seinen ersten nächtlichen Patientenbesuch. Oh, oh, der hat sich die Flexhülle gezogen. Ich hol mal schnell alles. In dem Fall wecken wir ihn jetzt tatsächlich. Ja, um ihn einfach darauf aufmerksam zu machen. Sauber zu machen und nochmal Kompressen aufzulegen. Da ist Blut auf dem Boden, da ist Blut im Bett und du versuchst erstmal zu gucken, okay, wo ist das Problem? Und ich glaube, wir schalten hier alle, also ich als Praktikant, andere in ihrer Funktion schalten hier alle auf, wir müssen jetzt helfen um und da will ich nicht derjenige sein, der schreiend aus dem Zimmer rennt. Herr Giese, hallo. Sorry, dass wir Sie wecken. Wir sind vom Nachtdienst. Ja. Und wir müssen Ihre Wunde hier kurz versorgen, weil Sie haben sich die Braunüle gezogen. Sie haben ein bisschen geblutet. Das versorgen wir mal kurz ein bisschen, ja? Ja. Ja? Lassen Sie ruhig liegen. Ja, die Kanüle liegt da unten auf dem Boden. Nehmen wir nachher mit. Jetzt am besten neue Handschuhe, oder geht das? Nee, du kannst jetzt abmachen. Okay. Die nehmen wir ganz zum Schluss mit. Okay. Sind sie hängen geblieben? Ich hab die Stimmberg. Wahrscheinlich im Schlaf. Kleben wir da noch was drüber, oder? Nee. Tut nicht weh, ne? Nee. Gut. Kleine Handmassage zum Schlafen gehen. Alles ein, wir können gleich vor dem Mülleimer schmeißen. Mhm. Normalen? Ja. Gut. Dann stören wir sie nicht. Gute Nacht. Nee, ist gut. Dankeschön. So ein Unterschied zu anderen Stationen. Bei uns gibt es manchmal keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht so richtig. Mhm. Weil Aufnahmen haben wir Tag und Nacht, das ist irgendwie, da gibt es keinen
Unterschied, ne? Kann so sein, kann so sein. Ja. Und unter Umständen sind es eben nicht, dass die nachts schlafen, sondern dass die alle nachts wach sind. Ich glaube, die stecken sich auch manchmal so alle gegenseitig an mit dem Schreien auch, ne? Also Babys jetzt. Ja. Und die Frauen haben halt auch Hormone, die das gar nicht zulassen, dass die nachts schlafen dürfen teilweise. Ja. Da habe ich eben auch schon ein Fläschchen hingegeben. Die Patientin war am Tresen, genau. Ja. Gucken wir mal, wie jetzt der Stand ist. Hallo. Nachtschicht ist was Besonderes. Also die Atmosphäre ist natürlich in einem Krankenhaus nachts eine ganz, ganz, ganz andere. Also diese leeren Gänge und so, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Da habe ich, glaube ich, was gehört. Oder war das jetzt da? Ich glaube, da ist jemand wach. Mal gucken. Ding dong. Nachwehen bewirken, dass sich die Gebärmutter wieder zusammenzieht, die in der Schwangerschaft ungefähr auf die Größe einer Wassermelone gewachsen ist. Was gibt's? Ibuprofen. 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 Der Klassiker. Muss immer ein waches Auge haben. Mhm. Ist okay? Ja, okay. Ja. Sehr schön. Wir kommen später noch mal, ne? Es ist Mitternacht und Zeit für einen Sonderauftrag auf der HNO. Geburtstagsständchen für einen Patienten. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Von deiner Freundin. Ja. Von deiner Freundin. Da ist noch im Aufenthaltsraum so eine kleine Flasche. Die gehört dazu. Ach, dann hole ich die. Einmal mit Profis arbeiten, ja. Er hat sich echt richtig gefreut. Der arme Kerl muss seinen Geburtstag hier in der Klinik beginnen. Und es war zumindest ein, glaube ich, für ihn ganz netter Geburtstagsbeginn. Hast doch den Nachbarn wach gemacht. Siehst du, ich hätte es doch gewusst. Der wird mich hassen morgen. Du brauchst nicht mein Mikrofon. Ja. Was ist los? Ich dachte, hier ist was passiert und dann geht's um Fußball. Und wie steht's? 1-1. Verlängerung. Sorry. Mit deiner Statur. Ich will auch wissen, wie das Spiel ausgeht. Pass auf. Wenn es Elfmeterschießen gibt, dann drückst du den Notknopf. Weiter, alles gut? Ja, alles super. Können wir dann weiter? Du weißt Bescheid. Ja. Gut. Ich liebe Elfmeterschießen. Wenn es da klingelt und dann so, Schwester geht, warte, ich mach das. Also den Zeitpunkt durfte ich nicht verpassen. Das Elfmeterschießen hätte ich gern gesehen. Wenn wir jetzt da sind und da drückt jemand, wie bekommen wir das mit? Das hörst du. Das hörst du? Du meldest dich ja in jedem Zimmer an. Normalerweise. Bei den Patienten der Unfallchirurgie ist statt Fußball-EM Schlafen angesagt. Ich schnarche schon. Hallo, nicht erschrecken. Also, viel Schlaf. Ist gut. Guck, ich hab nur noch einmal die Decke an, meine Herren gestern. Mhm. Herr Struck, nicht erschrecken, nicht erschrecken. Ich guck nur einmal aufs Bein. Ja, ja. Ist alles in Ordnung, Herr Struck? Ja, danke. Ja, haben Sie Schmerzen? Nö, nee, alles. Alle klar, dann schlafen Sie weiter. Hallo. Hab gehört, Sie sind aufgestanden. Ja? Hab gehört, Sie sind aufgestanden.
Ja, ja, ich hab's. Sie macht die Idee, na ja. Ohne Schläuche, das ist klar. Super. Wie geht's, wie ist es mit den Schmerzen? Ja, es wird besser von Tag zu Tag. Dauert eben so eine Zeit. Ja, klar. Ist so. Alles Gute, falls wir uns nicht mehr sehen. Ebenso, danke. Ja. Wenn was ist, heute Nacht melden Sie sich, ne? Ja, kriege ich gestorben. Ja, machen Sie. Dann komme ich. Ja. Das ist eine Drohung. Ja. Hallo, hey. Wir müssten die Vitalwerte messen bei Ihnen. Ja. Oh. Gut, vielen Dank, das war's schon. Bisschen angehen, danke. Danke. Alles klar. Dann stören wir nicht weiter. Genau, machen Sie ruhig ab. Soll ich es gleich wegschmeißen? Wir brauchen, tun Sie die eh nicht mehr. Aber ich krieg noch ein Bierchen, mal. Was kriegen Sie noch? Vom Chef. Ein Bierchen? Nee, ein Bildchen. Ach so. Ja, von mir aus jetzt. Falls ich werde Sie nicht wecken morgen früh dafür. Soll ich eins von Ihnen beiden machen? Ach, das wär ein Traum. Ja. Das klopft mir ja sonst meiner Frau. Mitten in der Nacht, wa? Ja. Mitten in der Nacht. Also. Genau, ich hatte eine Erscheinung mitten in der Nacht. Ein Traum. So, Herr Struck, Sie müssen auch gucken. Waren Sie Ihre Kameras gerade unscharf? Auf das ist was geworden ist. Super. Dankeschön. Bitte. Also, gute Besserung. Danke, ja. Jetzt erst recht. Und wenn ich deren Tag hier gerade so den typischen Tagesrhythmus hier gerade ein bisschen aufheitern kann und sei es mit einem Selfie mitten in der Nacht, dann sehr, sehr gerne. Ich hatte nur eben für die 14. Naja. Ja. Ja. Ansonsten sind alle ab. Und alle nervös. Sehr nervös heute, ja. Nicht an mir. Das können wir jetzt auch nicht erklären. Wir machen hier nachts ja auch Selfies. Gar nicht. Ich mache nachts mehr Selfies als tagsüber offenbar. Na, wir machen sonst gar keine. Jenny und Sandra haben bei ihrem Rundgang eine Entdeckung gemacht. Eine Patientin hat im Badezimmer auf den Boden geblutet. Nicht ungewöhnlich frisch nach der Entbindung, aber das Blut muss natürlich beseitigt werden. Sehr schön. Mhm. Guck mal, wenn ich sonst nichts kann, putzen kann ich. Juhu, auf allen Vieren. Kannst du eher rüberrutschen, dann kann ich hier vorne helfen. Da gehört alles mit dazu. Wieso habt ihr keine Freude? Ich weiß nicht. Mhm. Wahrscheinlich, weil offiziell putzen vielleicht keine Schwesternarbeit ist oder so, aber... Also mir macht es nichts, das sauber zu machen. Gehört ja dazu, das ist ja normal. Das ist ja irgendwie der Arbeitsplatz auch. Ich denke, das ist bei anderen Arbeitsplätzen ja auch so. So. Einmal, genau. Und einmal der durchsichtige. Auf der Geriatrie denkt Luise nonstop an die Patienten. Und Faisal an Fußball. Hallo, alles gut? Gut, na dann schlafen Sie schön. Ja, danke. Gute Nacht. Elfmeter. Das ist ein Elfmeter. Aber hat der Schiri den Elfmeter gegeben? Ja? Au. Komm sofort. Elfmeter gerade ist... Für wen sind Sie, England, oder? Elfmeter ist für England. Ja, ja, aber für wen sind Sie? Entschuldigung. Hab ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Also ich vergesse ja ganz oft, wie laut ich bin, ne, und wie nervig ich auch sein kann. Und da muss ich 2, 3, 4 Mal wirklich mit mir selbst sprechen und sagen, Kavusi hat die Schnauze, es ist 2 Uhr morgens, schreie nicht so rum. Boah. Gut. Das ist bitter. Mhm. Viel Spaß noch. Hurricane im Nachschuss. Habt
Habt ihr denn jetzt vorgeschlafen? Ich weiß, man kann nicht vorschlafen, aber habt ihr jetzt heute tagsüber... Also ich bin 6.45 Uhr mit meiner Tochter aufgestanden, wie sonst auch. Und seitdem bin ich wach. Ja. Und ich komme jetzt heute auch nicht vor um 9 ins Bett. Lecker Bauerntopf. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt um 3 in der Nacht gegessen habe. Aber ihr würdet den Job immer wieder wählen? Doch, ja. Ja? That I cannot make true. Jetzt hier so ein Baby, ne? So zum Kuscheln. Danke, Naomi. Ja. Danke, Naomi. Es kommt gut auf dem Weiß jetzt. Guten Appetit auf jeden Fall. Guten Appetit. Machen wir sie mal wach. Joy kommt gar nicht wieder. Da siehst du. Du hast es herbeigerufen. Gibt's was zu tun? Keine Fangfragen, Scheiße. Wenn du Beschäftigungstherapie haben willst, wir könnten noch Wäsche zusammenlegen. Na, unbedingt. Dann hast du was zu tun, ne? Ja. Bloß, wie gesagt, hängt immer noch an der Doku fest. Ich kann dir da nur bedingt jetzt helfen. Ach, ein Sturz vorm Bett. Ich brauche mal einen starken Mann. Stell die hier rechts ans Bett, ja? Ja. Die sitzt vorm Bett. Pfizer? Ja. Kannst du mir mal helfen kommen? Die Patientin sitzt vor dem Bett, ist gefallen. Oh Gott. Hallo, meine Gute. Na? Nur mit der Ruhe. Was machen Sie denn hier, hä? Eins, zwei, drei. Für Patrick gibt es ein unerwartetes Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ja, Herr Böttcher. Mensch, das ist ja eine Überraschung. Herzlich willkommen. Ja, Herr Böttcher, ist ja nicht lange her. Wir sind gerade am Vorbereiten für Sie. Ja, es ist alles gerichtet. Gut, dann wollen wir mal. Das war die Nachricht der Nacht, dass Herr Böttcher wieder einzieht. Also den wir ja gerade gestern entlassen haben. Sein Zustand war eigentlich stabil. Und es sah danach aus, dass Herr Böttcher auch zu Hause mit der Trachealkanüle zurechtkommen würde. Aber es gab leider Komplikationen. Gut. Das ist ja schon irgendwie schwierig, weil bei diesen Patienten es leicht vorkommt, dass man dann Atemnot bekommt. Und jeder weiß ja oder kann sich vorstellen, wie schlimm das ist, wenn jemand Atemnot hat und eben das Gefühl hat, er erstickt. So, Herr Böttcher, dann machen wir das mal schnell. Gut. Gut. Er hat dann wirklich die Rettung angerufen und die haben ihn dann also hierher gefahren und dann war er wieder gut versorgt. Und das ist ja die Hauptsache. Hoch, oder? Der Blutdruck? Ja. Ja, der ist jetzt ein bisschen hoch, aber Herr Böttcher ist ja auch, hat sich ja auch gerade körperlich ganz schön angestrengt. Ist ja gerade jetzt irgendwie... Genau. Wir können nachher noch mal nachmessen, wenn er noch nicht schläft. Aber Sauerstoff 96. Gut, der Sauerstoff ist gut. Mhm. Herr Böttcher, ich würde den Sauerstoff erstmal ablassen. Sie kam ja gerade mit Sauerstoff, aber die Sättigung ist eigentlich sehr gut. Ja? Okay. Ja. Somit haben wir einen Patienten wieder zurück. Ich denke mal, es hat auch so ein bisschen mit uns zu tun gehabt. Er hat einfach Sehnsucht gehabt. Frau Kommandeurin. Jawohl. Ich habe meine Tätigkeit ausgeführt. Gut, ich denke mal, dann können wir noch mal... Kleinen Rundgang machen, oder? Den Rundgang machen, genau. Nochmal checken, dass alles gut ist. Und es herrscht helle Freude, weil die Nachtschicht überstanden ist.
bist du noch fit? Hinter uns gebracht. Bist du noch fit? Es ist hell. Ja, jetzt ja. Ist es hell. Ich fühle mich gut. Wie fühlst du dich? Ja, gerade eben hatte ich so ein bisschen einen Totenpunkt, muss ich sagen. Aha. Aber jetzt geht's wieder. Ich finde, es ist ein bisschen wie wenn du morgens aus dem Club kommst, nur weil ich nicht betrunken bin. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn du einen ganzen Tag hast. Und dann weißt aber, du musst jetzt um 22 Uhr das, ja, klar. Deinen Job beginnen. Das fand ich gestern überhaupt nicht schlimm. Jetzt heute noch mal wäre es, muss man irgendwann sagen, ich schlafen. Ja. Oh.